Cat. Are you afraid of wasp? Are you afraid of wasp or not? Oh, you're pretty relaxed. Even we talk about wasp. Maybe you love the raw meat. Or you even think that Blackie Lawless is sexy? Ja, hallo zu einem neuen Rockschuppen-Video. Heute geht es... Oh, nein, das verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Ihr habt ja alle das letzte Video gesehen, was im Siebener Club in Mannheim zum Thema Alcatraz gedreht wurde. Und da habt ihr sicherlich gesehen, dass ich dem Chef, dem Rainer Stohwasser, genannt Fisch, die Alcatraz-LP geschenkt habe, die ich vom Rockschuppen zum Besprechen bekommen habe. Und habe dort gesagt, Jungs vom Rockschuppen, ich will die wieder haben. Da sind zwei drin. Also ich, jetzt wo ich weiß, Edition, dass du Fan bist, lasse ich die hier bei dir. Ist nicht wahr. Ich lasse mir die nochmal schicken vom Rockschuppen, gell, Jungs? Gleich Montag raus. Leute, schaut mal, Rockschuppen hier. Fisch mit neuer Platte. Und da ist sie. Noch eingeschweißt. Also bis ich sie dann demnächst mal wieder höre, bleibt sie auch eingeschweißt, weil ihr habt das Ding ja alle schon gesehen. Er hat jetzt die offene, ich habe eine Zone. Sehr geil. Also, der Rockschuppen ist cool. Man achte drauf, dass jeder gut versorgt ist. Ja, die Katze ist auch wieder da. Mittlerweile hat die Katze ja mehr Zuspruch als ich selbst, gell? Kira, es ist unfassbar. Ich fange an zu drehen und das Vieh ist da. Ich denke mal, heute geht's. Ich meine, das ist schon lange her, aber heute geht es ja um eine Band, die auch durchaus mit Frischfleisch zu tun hat. Vegetarier müssen die Band damals gehasst haben. Allerdings so 84, 85 war ja diese Vegetarier oder Veganer Sache noch nicht sonderlich hip. Es gab damals schon Überzeugte, mit denen habe ich auch heute noch kein Problem. Nur die Hipster, die das durchziehen, weil es cool ist, die müssten wir alle mal auf ein Wasp-Konzert mit einer Zeitmaschine aus dem Jahr 1984 schicken. Ja, im Rockschuppen gibt es aktuell zwei Wasp-LPs. Eine davon habe ich schon mal als CD vorgestellt, ich glaube sogar im allerersten Rockschuppen-Video, und zwar die Last Cuts, beziehungsweise First Blood Last Cuts. Die spiegelt jetzt ein bisschen, aber ich habe jetzt die Kamera so eingestellt, dass das Spiegeln, jetzt spiegel ich, jawohl, jetzt spiegel ich nicht. Ja, so langsam wird es richtig professionell hier. Und natürlich eines der großen Alben, Last Command. Und mit dem möchte ich auch mal anfangen. Weil das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie sich Wasp überhaupt entwickelt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, bitte nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, als erstes kam diese berühmte, wo ist sie? Da ist sie, die berühmte Maxi-Single, man darf es ja ruhig sagen, I fuck like a beast, also natürlich F-A-K-K, nur damit jetzt hier keine Zensur kommt. Was natürlich ein Riesenproblem war, das war aber der Untertitel des Songs. Eigentlich heißt der Song Animal und auf der B-Seite war Show No Mercy, beziehungsweise ist es immer noch, wenn man wie ich dieses Ding, was dann auch schwierig zu kriegen war aufgrund des Textes, also in Amerika gab es da wohl ein Riesenproblem. Ja, das war noch bei Music for Nations, also eine sehr kleine Firma, und ich glaube, dieses Teil war noch vor dem Debütalbum Winged Assassins, wo dann, I'm gonna be somebody, das kennt man ja natürlich, oder School Days, also es war schon eine klasse Platte. Damals gab es in Deutschland mehr oder weniger nur den Metal Hammer, es sei denn, man hat sich das Artshock noch aus Holland besorgt, aber da muss ich jetzt auch zugeben, das war altersbedingt bei mir dann auch ein bisschen schwierig, denn in den 80ern war ich ja Teenager und da ging natürlich nicht so alles, wie man sich das heute so vorstellt. Und es gab natürlich auch kein Internet, wo man einfach mal sagen kann, oh, das muss ich mir mal auf YouTube angucken. Nein, das gab es nicht. Man hatte den Metal Hammer, der damals richtig cool und auch wichtig war und über die neuesten Bands berichtet hat. Heute sieht die Sache ein bisschen anders aus. Heute verteilt sich der Stil der einzelnen Metal-Unterkategorien ein bisschen über verschiedene Hefte und ich braucht den Metal Hammer aus diesem Grund nicht mehr, weil die sich eher auf die großen kommerziellen und auch modernen Sachen spezialisieren. Aber ist ja gut, muss ja auch eine Heft für geben. Ich bleibe dann eher beim Death Forever,
Auch das Rockhard hat durchaus interessante Sachen. Classic Rock haben wir das Rocks und das Classic Rock Magazin, das Eclipse. Also ich gebe viel Geld dafür aus. Damals ging das nicht, da hatten wir wirklich nur diesen Metal Hammer. Und da waren natürlich die Bilder von Wasp drin, wie Blackie Lawless Blut verschmiert dasteht. Und ja, diese Fotos habe ich alle gesehen, bevor ich auch nur einen Ton von der Band gehört habe. Ich kannte natürlich schon Venom und so und so. Ich dachte, boah, jetzt muss der aber mal richtig hier zur Sache gehen. Ja, da war ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass es eigentlich sehr melodisch ist. Es war sehr heavy für die damalige Zeit, durchaus. Ja, so hat es bei der Band angefangen. Es hieß immer, au, die wären nicht gut, die würden nur Show machen. Aber musikalisch wäre das nicht so das Gelbe vom Ei. Kann ich eigentlich auch im Nachhinein so nicht sagen. Es waren mit Sicherheit keine Virtuosen an Bord bei den ersten anderthalb Platten. Aber trotz allem, es war eine gute Band. Die haben, das Songwriting hat schon gestimmt. Und letztendlich hat ihnen der Erfolg auch recht gegeben. Und der war merkwürdig, denn dieses Raue hat relativ zügig nachgelassen und ist ja fast schon, ich will, also Glam, das Wort möchte ich sehr ungern in den Mund nehmen, aber MTV war halt immer wichtiger und natürlich musste und wollte jede Band versuchen, bei MTV unterzukommen. Ich muss jetzt gerade noch was überprüfen hier. Ja, läuft alles. Ja, sehr gut. Ja, auch bei Wasp läuft alles noch. Jawohl, jawohl, hervorragend. Das schneide ich jetzt auch nicht raus. Ja, bei MTV, also hat man den Stil leicht angepasst. Also, ihr kennt sicherlich Wild Child oder Blind in Texas. Das waren die Dinger, die damals in MTV, und zwar nicht nur im Headbangers Ball, wie die Heavy-Metal-Sendung damals hieß, rauf und runter lief. Da wurden teure Videoclips gemacht. Ich erinnere mich, das Blind in Texas meine ich mit so einer Klapperschlange oder irgend so einem Armadillo-Feeder. Also schon ein bisschen länger her alles. Und ja, und auf einmal wurde Wasp, vor allem mit dieser Platte hier, zu einer großen Nummer. The Last Command, ich meine, es sieht immer noch wild aus auf dem Cover, keine Frage. Die Band selbst, die auf diesem schönen Reissue auf Madfish, vertrieben von der Firma Edel, auch zu sehen ist. Übrigens auch gemalt, da wird es dann richtig geil. Aufgespießt, ja, Kopfsalat haben sie, essen sie wahrscheinlich sehr gerne. Und hier auf der Rückseite haben wir die Texte und passend zur, ja, zum Hintergrund, wo Herr Blackie Lawless, der Sänger und Bassist, steht. Gelbes Vinyl! Meine Güte, da hat jemand aber ins Presswerk gepinkelt. Aber es sieht echt geil aus und hier ist auch nochmal dieses geile Bild. Ich finde es immer toll, wenn auf einer Seite vom Label irgendwie ein Design noch ist, ein Bild oder nochmal das Cover und auf der Rückseite dann die Titel für beide Seiten untergebracht werden. Denn jetzt mal ohne Witz, klar, man guckt mal drauf, aber man muss ja eigentlich nur wissen, was Seite A und B ist. Kein Mensch liest doch, während die Platte läuft, was auf dem Plattenteller rotiert. Es sei denn, man möchte auf natürliche Weise high werden. Da müsste man eigentlich eine Vertigo Swirl drauflegen. Aber wer will das schon? Ja, ich habe mir diese Pressung ja nochmal angehört vorhin. Die ist sehr, sehr gut vom Sound. Ich kann es mit der CD vergleichen, die ich ja schon seit gefühlt 400 Jahren besitze. Auch die gibt es in verschiedenen Versionen mittlerweile und auch sehr preisgünstig, wie mir in der Fachabteilung eines großen Elektromarktes aufgefallen ist. Also Wasp Backprogramm-CDs sehe ich selten über 9 Euro. Das heißt, auch da kann man sich problemlos heute eindecken. Ja, und deswegen kann ich sagen, diese limitierte Version in gelbem Vinyl passt ganz hervorragend wie die Faust aufs Auge. Und ja, diese Platte ist eine Best-of, das hatten wir ja schon mal, wie gesagt, als CD. Allerdings teilweise Remixe vom ersten Album, was ja wirklich noch sehr rau geklungen hat, was mich persönlich nicht stört. Und zwei ganz neue Tracks, die für diese Best-of, die wurde ja auch nicht jetzt gemacht, die gab es ja schon viel, viel früher, nämlich als Wasp aus ihrem damaligen Plattenvertrag raus wollten oder sollten und es war noch eine Option offen und dann wurde eben eine Best-of mit Sondermaterial gemacht. Das Tolle aber an dieser Best-of ist, dass man halt die Entwicklung, die Wasp bis dahin durchgemacht haben,
hört. Und das finde ich gerade so spannend, weil, wie gesagt, diese MTV-Kiste war jetzt nicht so meine Sache. Ich bin dann eher beim Debütalbum geblieben und habe Wasp ja nicht abgeschrieben. Wenn die auf einer Party gelaufen sind, fand ich es immer ganz nett und fand es cool. Und das ganze Image war dann auch irgendwann, ja, nicht mehr ganz so bierernst. Doch irgendwann hat mich mal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Wasp sich schwer verändert hätten. Und das ist mir dann, da konnte man das gar nicht vorstellen, aber es wurde in der Tat immer anspruchsvoller. Und also ich rede jetzt um Gottes Willen nicht von progressiv, obwohl da auch schon längere Stücke am Start waren. Aber ja, Wasp wurden auf einmal eine richtig gute Band. Und sind es ja, bis heute geblieben. Es gab ein paar Ausreißer. Eine Platte war da irgendwie mit leichten Industrial-Einflüssen und so. Das war halt ganz, ganz grauselig. Aber die letzten zwei sind auch durchaus wieder klasse. Und das hört man. Diese Entwicklung kann man auf dieser Doppel-LP extrem gut nachhören. Man fängt also quasi mit den Debüt-Tracks an und geht dann auch direkt mit Animal los. Heutzutage hat man da weniger Probleme als noch in den 80ern. Und es geht dann bis Into Electric Circle und Headless Children und solche Geschichten, wo es dann wirklich anspruchsvoll wurde. Ja, die Platte ist jetzt nicht zum Aufklappen, weil das Original schon vom Design nicht opulent war. Es ist auch ein relativ einfaches Cover. Aber nichtdestotrotz haben wir jetzt zweimal den Wasp-Schriftzug in verschiedenen Farben. Das ist jetzt noch nicht sonderlich spannend. Aber hier haben wir eben auch Bandfotos aus eben diesen Phasen, über die ich gerade gesprochen habe. Hier noch wild und anschließend MTV und hier anspruchsvoll und da sieht man es auch schon eher. Das wirkt schon ganz anders. Ja, und musikalisch ist es auch so. Ja, die Vinyls sind schwarz, also eine limitierte Version in Schwarz-Vinyl. Nee, Quatsch, also einfach schwarzes Vinyl. Das heißt, im Dunkeln müsst ihr die Platte auf dem Plattenteller suchen. Und auch dieses Teil gibt es im Rockschuppen und lohnt sich unbedingt, allein schon wegen den Remixen, die viel, viel besser sind als das Original und den neuen Songs, die ja in der späteren anspruchsvolleren Phase geschrieben wurden. Ja, so viel zu den Rockschuppenplatten. Ich habe jetzt mal spaßeshalber in meine Sammlung geguckt und musste mit Schrecken feststellen, dass ich nur schräges Zeug von Wasp besitze. Also okay, die Maxi haben wir ja schon gesehen. Animal, auch der erste Track auf First Blood, Last Cuts. Dann habe ich noch was eher reguläres. Ja, eine Live-Platte. Ich weiß gar nicht, von wann die jetzt ist. Auf jeden Fall, oh, da wird mit vielen, vielen Fotos. Auf jeden Fall Live in the Raw muss auch noch relativ früh gewesen sein. Müsste ich mir mal wieder anhören. Jetzt bin ich selbst etwas verwundert, weil ich habe hier noch eine Animal Maxi, auch auf Music for Nations, nur dass diesmal die Hülle etwas ausufernd ist. Keine Ahnung, wo ich das Ding mal her hatte. Hier sieht es dann noch schräger aus. Da ist dann ein Hund, der sich an einer Frau sieht. Ich weiß gar nicht, ob das sieht. Ist viel zu groß. Zu schaffen macht. Keine Ahnung, ob ich das seit damals habe oder irgendwann mal in einem Second-Hand-Store einfach mitgenommen habe. Auf jeden Fall befürchte ich, dass ich froh sein kann, dieses Teil zu haben. Zumal das Vinyl auch noch gut aussieht. Also habe ich doch tatsächlich dieses Teil zweimal. Ebenso hier eine Shape mit einem Schweinchen. Ich meine, gut, Shapes, das ist also eine 7-Inch-Single mit ein bisschen Shape drumherum. Ich denke mal, ja, das ist auch eher so ein Fan-Artikel, wo jemand viel Geld für bezahlen würde. Aber ich weiß, dass ich das Ding in Amerika in einem Second-Hand-Laden für nicht sonderlich viel Kohle gekauft habe. Ja, und jetzt wird's, das darf ich eigentlich gar nicht zeigen, hier ist ein Bootleg, jetzt muss ich ehrlich sagen, da mich Bootlegs noch nie interessiert haben, außer von, ja, wenn es Soundboard-Aufnahmen sind, die wirklich gut sind, aber die wurden früher oder später sowieso auch offiziell dann veröffentlicht, also ein Aufkleber noch hier oben drüber, ich würde gerne mal wissen, was da drunter ist, Wasp, also irgendwie haben die beim Schriftzug was Komisches gemacht und Frankfurt 1984 heißt das Teil. Und das sieht dann auch aus wie so eine Weißpressung, da hat jemand mit Kuli auch Seite 1 und Seite 2 draufgeschrieben.
Okay, auch hier müsste ich mal nachforschen, ob ich hier jetzt einen Wertgegenstand habe oder nicht. Keine Ahnung, bei Wasp bin ich nicht so im Thema, was die Wertigkeit angeht von solchen Produkten, ja. Und ich habe sonst keine Studioalben auf Vinyl, habe sie alle auf CD, aber trotzdem ist das schon ein bisschen eine sehr schräge Wasp-Sammlung, mit der man nicht lange Spaß hat, weil ja alles bis auf die Live-Platte sehr kurz ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich euch jetzt diese Platten vorstellen konnte und ich jetzt ein bisschen längeres Vinyl im Schrank habe von Wasp und das auch noch zeitgemäß wunderbar aufgearbeitet. Und ich denke mal, das war es eigentlich schon. Wir können jetzt allen Schnitzel essen gehen und dann die Hälfte, falls wir es nicht packen, einfach zum Nachbartisch werfen. Und wenn ihr Glück habt, ist das ein Wasp-Fan am anderen Tisch und sagt, hey, yeah, oder ihr kriegt eins in die Fresse. Das kommt natürlich dann drauf an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird es ein bisschen punkig, sage ich jetzt schon mal. Ein bisschen punkig, aber eine von diesen Bands, die in Metal- und Rockkreisen auch beliebt sind und durch den Sänger einfach auch im Nachhinein Kult sind. Metallica tragen heute gern noch T-Shirts von dieser Band. Und vielleicht kommt ihr ja drauf, was das nächste Thema ist, wenn es heißt Rock Schuppen. Nicht Schuppen, ne? Schuppen. Here comes Blackie Blackie Lawless to the cat. Ui, you sniff the vinyl? Sniff the vinyl. It smells good, or? I think you like it.